Stopp! Noch nicht die Waschmaschine. Erstmal kommt der Kleiderschrank und danach erst die Gardinen im Karton. Macht mich doch nicht wahnsinnig. Noch nicht den Kasten mit den Tellern. Der kommt später erst. Ja, so ein Umzug ist kein Kinderspiel. Ich habe alles ganz genau geplant. Tja, aber wo bleibt denn der Möbelwagen? Hast du die Spedition nochmal angerufen? Der Fahrer ist unterwegs, haben sie gesagt. Aber wahrscheinlich ist das so ein Trottel, dass er vergessen hat. Die Spedition sollte man verklagen. Nicht das gute Sofa hier auf die Straße stellen. Da ist doch eine Pfütze. Ach, das sagst du so leicht. Wir können es nicht mehr halten. Wahnsinn, Wahnsinn, wir stecken in Orkan drin. Wahnsinn, Wahnsinn, es ist verrückt, ich werde drückt. Was ich mache, geht euch schief. Jede Sache negativ. Steckt der Teufel hier im Spiel. Ich krieg zu viel, ich krieg zu viel. Wahnsinn, Wahnsinn, wir stecken in Orkan. Wollen denn die Bauarbeiter hier auf einmal? Warum sperren die Bürgersteige? Presslufthämmer? Presslufthbohrer? Hacken die das gleich hier auf? Oder was? Uns ist es egal, ob ihnen das hier jetzt passt. Wir machen unseren Job und zwar ganz ohne Hast. Die Stromleitung tot, wir müssen sie finden. Den Schaden beheben, die Kabel verbinden. Wir ziehen gerade um, sie können doch nicht! 300 Leute haben kein Licht. Sie räumen den Weg mit all ihren Möbeln. Baustelle weg hier, da nützt doch kein Wirbel. Wahnsinn, Wahnsinn, wir stecken in Orkan drin. Wahnsinn, Wahnsinn, es ist verrückt, ich werde verrückt. Was ich mache, geht heute schief. Und jede Sache negativ. Steckt der Teufel hier im Spiel. Ich krieg zu viel, ich krieg zu viel. Wahnsinn, Wahnsinn, wir stecken in Orkan drin. Wo wir jetzt hinziehen, hab ich mehr Platz in einem Zimmer. In der neuen Wohnung. Und aus dem Fenster seh ich direkt in unseren Garten. In der neuen. An dieser Ecke stehen. Wie kommt es, dass sie nicht da vorn vor unseren Häusern hacken? Sie sehen doch, gute Frau, wir müssen hier etwas da knacken. Ja, sehen Sie denn das gar nicht? Hier haben die Häuser Strom, bei uns ist alles dunkel. Mein Mann, der zittert schon, der Fernseher ist tot, die Kühltruhe ist aus und mein aufgetauter Fisch, der stinkt das ganze Haus. Uns wurde gesagt, dass die Bruchstelle hier ist, wo die Hausnummer 100 bis 104 ist. Wer hat es gesagt? Und wer hat sie bestellt? Es ist unser Chef, der die Entscheidung fällt. Nein, das war der Computer. Der hat sie geschickt? Ja, unser Computer. Ich war wohl ein Fehler, aber ein absoluter.